Irgendwas läuft hier falsch, oder? Natürlich läuft hier was falsch. Die Jungs sind beim Schießtraining und wir können hier schön die Akten wälzen. Ja, nur wegen diesem blöden Bericht für die Staatsanwaltschaft. Und weil die Jungs nicht lesen und schreiben können. Ja, die sind halt mehr was fürs Grobe. Ja. Draußen wartet ein Professor Kögler. Er will unbedingt mit dir sprechen, Alex. Professor Kögler kenne ich nicht. Professor Thomas Kögler, Chefarzt der St. Elisabeth Klinik. Ach, Thomas, ja, so reinkommen. Thomas, wie süß. Hey. Thomas! Alexander, du musst mir helfen. Thomas, was ist denn los? Komm, setz dich. Du siehst gar nicht gut aus. Nein, allerdings nicht. Irgendjemand hat mich vergiftet. Letzte Nacht wurde mir im Notdienst übel. Erst dachte ich, das sei eine Grippe, aber als es schlimmer wurde, habe ich einen Bluttest machen lassen. Was kam dabei raus? Eine Rizinvergiftung. Die Dosis ist tödlich. Bist du denn nicht gleich im Krankenhaus geblieben? Für Rizin gibt es kein Gegengift. In spätestens 60 Stunden ist es vorbei. Hast du denn eine Ahnung, wo und wann das passiert ist? Ich hatte letzte Nacht einen falschen Alarm und danach mein Mohnbrötchen gegessen. Ein paar Stunden später ging es mir richtig schlecht. Irgendjemand hat mich angepiept, um mich wegzulocken. Da bin ich mir sicher. Ich rufe es den Doc an. Der soll die Diagnose mit einem zweiten Bluttest bestätigen. Und sie will weiter. Ich bin Arzt und durchaus in der Lage, einen Bluttest zu interpretieren. Bitte, du musst den Mörder finden, solange ich noch lebe. Okay, wir werden Kollegen in die Klinik schicken. An wen wenden die sich da am besten? An Marek Wöllner. Das ist mein Freund und Stellvertreter. Aber er weiß noch nichts von der Sache. Thomas wurde was? Darf ich? Er wurde vergiftet. Und so wie es aussieht, kommt der Täter hier aus der Klinik. Aus der Klinik? Wer sollte denn sowas machen? Um das herauszufinden, sind wir hier. Ja, selbstverständlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssten mit dem Klinikpersonal sprechen. Natürlich, kein Problem. Das kann ich arrangieren. Okay, außerdem benötigen wir noch eine Liste sämtlicher Patienten, die gestern hier behandelt wurden. Ja, das ist natürlich nicht so leicht, weil ich eigentlich keine Patientenakten herausgebe. Hier geht's um Mord. Das verstehen Sie doch, oder? Ja, selbstverständlich. Ich möchte Ihnen natürlich helfen, wo immer es geht, wenn ich Sie um absolute Diskretion bitten dürfte. Die Klinik St. Elisabeth ist eine Privatklinik. Wir können uns keinen Skandal leisten. Wir tun, was wir können. Sagen Sie, gibt es irgendjemanden, der Ärger mit Ihrem Freund hatte? Ja. Ja, schon. Also, ich melde mich, sobald ich ein Ergebnis habe. Danke, Doc. Hast was gut. Ja. Wenn Sie allerdings länger hier im KF bleiben wollen, empfehle ich dringend einen Arzt zu holen. Da bin ich nicht mehr der Richtige. Ich kümmere mich darum. Okay, alles klar. Also, bis dann. Robert, was gibt's? Thomas, du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wer könnte denn ein Interesse daran haben, dass du stirbst? Ich meine, an dieses Rizin kommt man doch auch nicht so einfach. Im Gegenteil. Die Pflanze steht heutzutage in jedem zweiten Ziergarten. Für eine toxische Reaktion reichen 2 bis 4 Samenkörner. Das ist doch Wahnsinn. Ja, dann bringt uns das auch nicht weiter. Könnte das vielleicht was mit deinem Job in der Klinik zu tun haben? Naja, ich sollte in 4 Wochen die Leitung der Klinik übernehmen. Aber ich wüsste nicht, wer damit ein Problem haben könnte. Also eher nicht, nein. Und wer übernimmt die Leitung jetzt? Mein Freund Marek. Entschuldigt, wenn ich euch unterbreche. Wäre Heike Müller vielleicht eine Option? Heike Müller? Ja. Wir hatten in letzter Zeit kein leichtes Verhältnis. Okay, Robert, alles klar. Dann nehmen Sie die Dame mal ein bisschen genauer vor, ja? Okay, ciao. Was war denn nicht so leicht mit der Dame? Tierische Bezeichnung für Polizist, 5 Buchstaben. Bulle. Na, Sie kennen sich ja gut aus. Gras von der Kripo, mein Kollege Ritter. Guten Tag. Polizei. Sie sind Heike Müller? Ja, was kann ich für Sie tun?
Wir würden uns gerne mit Ihnen über Ihr Verhältnis zu Thomas Kögler unterhalten. Also erstens weiß ich nicht, woher Sie das wissen. Und zweitens wüsste ich nicht, was Sie das angeht. Wenn man seinen Liebhaber vergiftet, dann geht uns das sehr wohl was an. Thomas wurde vergiftet? Ja. Gott, wie geht's ihm denn? Er sieht schlecht aus. Oh, das ist ja furchtbar. Ja, wie kommen Sie auf die Idee, dass ich irgendwas damit zu tun habe? Na, Sie hatten Streit mit ihm, als die Beziehung beendet wurde. Ja, schon, aber deshalb vergifte ich ihn doch nicht gleich. Und außerdem ist die Affäre länger her und es war sowieso klar, dass es nichts Ernstes ist. Ich meine, gut, wir hatten ab und zu was miteinander, aber mehr auch nicht. Er hat die Beziehung beendet. Ja, und? Aber es war doch klar, dass es nie was Festes wird. Das heißt, Sie hatten kein Problem damit, dass er Schluss gemacht hat? Nein, natürlich nicht. Ich meine, besonders schön war es nicht und ich war auch ein bisschen verletzt. Sie waren verletzt? Unseren Informationen zufolge waren Sie stinksauer. Ach, und wer behauptet das? Das haben Sie bestimmt von Wöllner, unserem Saubermann. Also, ist da was dran? Kommen Sie so ganz stressfrei, geht eine Trennung nie über die Bühne, oder? Hatten Sie gestern Nachtdienst? Ja, so wie 100 andere Kollegen auch. Aber ich habe nichts getan. Da haben viele von Thomas' Patienten mehr Gründe, auf ihn sauer zu sein. Denken Sie an jemanden Bestimmtes? Ja, was gibt's? Hi, kann sein, dass wir da was haben. Ja, warte mal, schieß los, ich mach dich kurz auf laut. Vor 2 Jahren wurde Professor Kögler von einem gewissen Martin Becker verklagt. Der war sein Patient. Ja, und dieser Becker hat wahrscheinlich verloren, oder? Ganz genau. Vor 2 Tagen. Martin Becker hat Kögler noch im Gerichtssaal gedroht. Er hat gesagt, er würde ihn umbringen. Dann sollten wir uns mit diesem Becker mal unterhalten. Also schön. Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich diesen Pfuscher gut leiden kann. Ist das ein Verbrechen? Der Mann kämpft gerade um sein Leben. Da hoffe ich, dass es ihm richtig dreckig geht. Der Typ, der hat mich zum Krüppel gemacht. Ich werde mein Bein nie wieder richtig bewegen können. Bin für den Rest meines Lebens behindert. Was genau ist denn vorgefallen? Die OP an sich verlief reibungslos. Und wo war das Problem? Herr Becker infizierte sich mit einem Bakterienstamm, den er nie wieder los wird und der ihm ständige Schmerzen bereitet. Und deshalb hat er dich verklagt? Ja. Er hat sogar vor Gericht Krankenakten aus der Klinik vorgelegt. Ich habe keine Ahnung, woher er die hatte. Ja, und? So konnte er belegen, dass die Klinik schon seit längerem Probleme mit diesem Bakterienstamm hatte und aus kostentechnischen Gründen nicht entsprechend reagiert hat. Was du wusstest. Dumm nur, dass der Richter damals die Krankenakten nicht als Beweis zugelassen hat. Er war doch auch nur gekauft. Nein, war er nicht. Die Akten waren einfach nur illegal beschafft. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wer Ihnen diese Akten gegeben hat. Weil diese Person kann Herrn Kögler sicherlich nicht gut leiden. Hören Sie, wir können auch die ganze Nacht hier rumsitzen, wenn Sie wollen. Also gut dann. Heike Müller. Und was hat sie dafür verlangt? Nichts. Ich war mir sicher, dass es nur Heike gewesen sein konnte. Sie wollte mich fertig machen. Glaubst du, sie wollte sich rächen, weil du dich von ihr getrennt hast? Ja. Wir hatten große Probleme, nachdem ich sie verlassen hatte. Sie wollte meine Karriere zerstören. Aber ich habe mich schon revanchiert. Und wie? She says, echt üble Sache, was dem Chef da passiert ist, ne? Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Du sag mal, und an den Gerüchten, die man so über dich erzählt? Guten Tag, Frau Müller. Gerüchte? Kein Kommentar, ich muss sowieso los. Tschüss. Hallo, Peter Dvorak, unser klinischer Wissenschaftler. Wissenschaftler? Ja, leitet hier ein kleines Forschungslabor, nichts Aufregendes. Wie geht's mit Ihren Ermittlungen voran? Tja, natürlich gibt es noch ein paar offene Fragen. Tja, ich würde Ihnen ja sehr gerne helfen, aber ich muss leider in die OP. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man seine Stellung als leitende OP-Schwester verliert? Das war ein ganz mieses Rachespielchen von Thomas. Sicher aber anders. Sie haben Martin Becker die Krankenhausunterlagen zugespielt, weil Herr Kögler die Affäre beendet hat. Das nenne ich Rache. Und weil Professor Kögler dachte, Sie stecken hinter dem Diebstahl, hat er Sie degradiert, nicht wahr? Ich habe damit nichts zu tun. Es war schon schlimm genug, dass Thomas am längeren Hebel sitzt. Aber ich habe ihn nicht vergiftet.
Sonst noch irgendwelche Fragen? Die Gerüchte, von denen Sie vorhin sprachen. Was geht es denn da? Das in Vorag haben die Einsparmaßnahmen wirklich hart getroffen. Aber jetzt, wo Thomas eventuell nicht wiederkommt, kann er seinen Job wahrscheinlich doch behalten.